Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem ersten Shein-Haul. Ihr liebt ja bereits meine Disney-Hauls und ich habe jetzt vor kurzem bei Shein zum ersten Mal bestellt und dachte, ich zeige euch einfach, was ich dort geshoppt habe. Und mit dem Video möchte ich natürlich auch bezwecken, dass meine Reichweite etwas vergrößert wird und vielleicht noch andere Leute auf meinen Kanal kommen. Wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, ich bin Moni. Mache eigentlich hauptsächlich Disney-Videos, wie man in meinem Hintergrund schwer erkennen kann. Aber ich shoppe auch gerne und habe jetzt zwei Bestellungen bei Shein aufgegeben. Und muss sagen, bin wirklich begeistert. Hätte ich nie gedacht. Und ich zeige euch jetzt einfach meine Ausbeute. Und bitte entschuldigt, wenn ich zwischendurch mal Shein sage. Das ist in meinem Köpfchen so ein bisschen eingespeichert. Ich weiß, dass es Shein heißt, aber bitte verzeiht mir, wenn ich zwischendurch Shein sage. Ich finde auch Shein ein bisschen schöner, wenn man das so sagen darf. Aber egal. Wie bei meinen Disney Hauls auch, werde ich die Sachen anprobieren. Euch in diesem Video sogar in Fullscreen zeigen, wie die Sachen angezogen sind. Ich gebe euch meine ehrliche Meinung zu den Sachen. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Erstmal kurz allgemein zu Shein. Shein war ich kurz schon davor, aber mein Köpfchen hat mitgedacht. Shein ist ein chinesischer Online-Shop, also die Sachen kommen auch wirklich direkt aus China. Der Versand hat bei mir so circa 10 Tage gedauert, jetzt beim letzten Paket, also ich schätze mal so 10 Tage bis 2 Wochen. Dauert der Versand als problemlos, man bekommt eine Sendungsnummer, man kann sehen, wo das Paket sich befindet. Was auch gut ist, seit neuestem kann man auf Rechnung bestellen, das heißt, man kann die Sachen bestellen über Klarna. Rechnung, bekommt die Sachen, man kann sie zu Hause anprobieren, problemlos, ohne dass man in Vorkasse geht und die Sachen, wenn sie einem nicht gefallen, einfach zurückschicken. Auch das Zurückschicken ist problemlos, man kann in der App, also ich würde euch raten, die App runterzuladen, man kann einfach in der App den Retoureschein sich anfordern, ausdrucken, draufkleben und zur Post bringen. Ja, das war es erstmal so zum Allgemeinen und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt die Sachen, die ich gekauft habe. Es sind hauptsächlich Röcke. Ich bin zurzeit auf dem Rocktrip im Sommer. Irgendwie haben es mir Röcke dieses Jahr angetan. Es sind auch ein paar Kleider dabei und Tops, aber ihr werdet hauptsächlich Röcke sehen. Und wir starten jetzt mit dem Haul. Ich werde versuchen, so einen guten Mix reinzubringen, dass ich nicht alle Röcke am Stück zeige, sondern so immer so ein bisschen im Wechsel. Ich fange mit zwei Röcken an. Im Prinzip dieselben Röcke, nur in unterschiedlichen Farben. Einmal in Rosé mit Blümchen. Finde ich super, super schön für den Sommer. Es ist sehr luftig. Die Blumen gefallen mir. Dieser Gummibund oben ist auch sehr schön. Sehr bequem zu tragen. Was dazu geliefert wird, ist so ein Band. Ich habe es bei dem rosanen Rock jetzt getragen, das Band im Try-On. Bei dem nächsten habe ich es nicht an, weil ich muss sagen, ich finde das Band ein bisschen unnötig. Aber was ich mir gedacht habe, was richtig cool aussehen würde, ist, wenn man sich das Band in die Haare macht. Das ist mir gerade spontan eingefallen irgendwie. Das ist mir vorher noch nicht. Also dann kann man sich das hier so in die Haare machen. Ich habe jetzt schon was auf dem Kopf, aber nur, dass ihr das seht. So. Und nochmal so ein Schleifchen. Muss man natürlich schön machen. Ist jetzt natürlich nicht perfekt. Aber ich muss sagen, die Idee ist gar nicht so schlecht. Dann hat man was auf dem Kopf. Man kann es natürlich auch unten binden, dann hat man das alles nicht im Gesicht hängen. Also ich muss sagen, ich finde die spontane Idee, die mir gerade kam, echt gut. Und den Rock liebe ich wirklich sehr. Den gleichen, wie gesagt, nochmal in Türkisblau. Auch mit Blümchen, Gummibund. Im Try-On, wie gesagt, habe ich den ohne dieses Band an. Ich werde das Band nicht tragen, weil ich es unnötig finde. Auch wirklich ein sehr schöner, luftiger Sommerrock und ich finde beide Farben super schön. Hier nochmal das Band für meinen Kopf dann. Machen wir weiter mit einem Overall. Ich habe mir einen Overall bestellt, testweise. Ich muss sagen, diesen Overall würde ich nicht so wirklich jetzt in der Stadt oder so anziehen. Ich würde ihn an heißen Sommertagen zu Hause anziehen. Für den Strand ist er wirklich super schön, aber so im Alltag in der Stadt oder so ist er mir ein bisschen zu kurz. Aber ich muss sagen, ich mag auch dieses Palmenmuster, das florale Muster. Und genau. Also ich finde ihn wirklich super, super schick und für den Strand ist er perfekt. Dieses Jahr wird das wahrscheinlich nichts mit Strand, aber vielleicht nächstes Jahr. Übrigens könnt ihr gerne unten mal kommentieren, welches Kleidungsstück euch am besten gefallen hat. Was ihr sagt, Simone, das geht gar nicht. Das sieht so piep an dir aus. Das musst du zurückschicken.
Seid bitte ehrlich zu mir. Ich bin immer, also ich freue mich immer über eure ehrlichen Meinungen. Und genau wie auf Instagram, da freue ich mich immer, wenn wir in Interaktion treten und ihr mir einfach sagt, okay, Simone, das steht dir überhaupt nicht, das solltest du wieder zurückschicken. Machen wir weiter mit einem weiteren Rock. Und zwar mit diesem hier. Das ist ja ein rosa Rock, wie man sehen kann. Und ich muss sagen, der gefällt mir nicht besonders schön. Der trägt ein bisschen auf und ich muss sagen, für den Sommerrock ist er schon relativ dick vom Material. Es sind zwei Schichten. Einmal dieses Tüll oder dieses Chiffon oben drüber und unten ist halt so eine, damit man das, also damit es nicht durchsichtig ist, ist noch eine Schicht und ich muss sagen, ich mag das Material nicht. Es ist etwas dick und es trägt auf und also ich finde den Rock nicht wirklich schön. Jetzt zeige ich euch einen Rock, in den ich mich wirklich sehr verliebt habe. Es ist ein Maxi-Rock. Und zwar hier, der ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen in der Kamera. Wie gesagt, Maxi-Rock, Bodenlänge und das Besondere an dem Rock, das seht ihr beim Try-On, sind die zwei Schlitze. Ich bin ein richtiger Schlitz-Fan. Ich habe jetzt keine Größe 36 und Beine wie Angelina Jolie. Aber ich finde, ich kann schon Schlitz tragen. Was mir bei dem Rock aber, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass der Schlitz sehr hoch geschnitten ist. Also man sieht hier, der Schlitz geht bis zum Bund. Das heißt, dass man sieht meine Unterwäsche, wenn ich mein Bein rausstrecke oder beim Gehen. Das möchte ich nicht, aber da ich eine Nähmaschine zu Hause habe, werde ich mir die Schlitze etwas kürzer nähen sozusagen. Also ich werde sie ein bisschen abnähen, dass man jetzt nicht direkt meine Unterwäsche sieht, das wollen wir ja nicht. Aber ich bin wirklich ein sehr großer Fan von diesem Rock. Das Muster gefällt mir. Das Material, es ist sehr luftig im Sommer und ja, ich liebe ihn sehr. Bei meiner letzten Bestellung, also bei der zweiten Bestellung, die ich bei Shein gemacht habe, gab es was gratis und zwar diesen Geldbeutel. Ich muss sagen, er ist wirklich süß und übrigens die Preise, alle Originalpreise, die ich euch hier nenne. Ich habe also bei den letzten zwei Bestellungen immer einen 15% Code gehabt. Also ich glaube, in 95% der Fälle gibt es irgendwie immer einen Rabattcode noch bei Shein. Und genau, aber ich schreibe euch jetzt hier die Originalpreise rein, was die Sachen gekostet haben. Und ja, das war kostenlos, ist so ein kleiner Geldbeutel, da steht auch Shein drauf. Hat so eine kleine Blume hier dran. Ich muss sagen, es ist wirklich ganz süß gemacht. Oh, hier ist noch Papier drin. Für einen Urlaub oder so, für Kleingeld kann man das ganz gut nehmen. Also wirklich sehr süß. Ich dachte eigentlich, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, brauchst du das? Aber ja, machen wir weiter mit einem Rock, der mir so gar nicht gefällt. Oh, also dieser Comic-Rock, erstmal dieses Material, also braucht ihr erstmal eine Sonnenbrille, wenn ihr den seht, der ist so grell, dann dieses Material, das ist so ein Schein, also das hat so einen Schein, für den Sommer, glaube ich, ultra heiß in dem Material, wenn man das trägt. Und ich finde, der steht mir auch nicht, der trägt auf. Ich bin ja ein riesen Plissé-Rock-Fan zurzeit. Habe auch einige Plissé-Röcke, ich liebe auch Tüllröcke dieses Jahr, aber dieser Plissé-Rock, nein, den behalte ich auf gar keinen Fall. Also da könnt ihr gerne sagen, nein, das sieht, ich habe ihn natürlich für euch angezogen und euch auch gezeigt, aber ich muss sagen, der geht gar nicht. Machen wir weiter mit zwei Oberteilen, die mir auch sehr gut gefallen haben. Ist natürlich wieder ein florales Muster, ist aber auch jetzt Trend dieses Jahr 2020. Einmal wieder in Rosé mit Blumenmuster, wirklich sehr schön, fällt super leicht, kaschiert ein bisschen den Bauch, kann man super im Sommer tragen zu einer Shorts. Aber auch wenn man ins Büro geht, Blazer drüber oder so ein Jäckchen, man ist wirklich sehr gut angezogen, muss ich sagen. Genau, einmal in Rosa und dasselbe habe ich mir dann nochmal in einer anderen Farbe gekauft. Ich habe es irgendwie so einen Tick, wenn mir irgendwas gefällt, kaufe ich das in verschiedenen Farben, wie den Rock zu Beginn. Und das Top habe ich jetzt nochmal in Mint, würde ich sagen. Das ist so ein Mintton, hat auch Blümchen und ist genauso vom Material super schön, fällt schön und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von den Tops. Also keine klare Kaufempfehlung von mir. Machen weiter mit einem schwarzen Rock. Ich finde, so klassische Röcke kann man sehr gut bei Shein kaufen. Und zwar habe ich mir einmal hier diesen schwarzen Rock bestellt. Ist im Prinzip einfach ein schwarzer Rock mit unten mit so einer Spitze. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen.
Und kann man auch ja, Sommer wie Winter anziehen, bin ich jetzt der Meinung. Im Winter mit schwarzen Strümpfen kann man das auch gut tragen. Und im Sommer natürlich mit dem, wenn man keine Strumpfhose oder eine hautfarbene Strumpfhose trägt, ist das natürlich ein super sexy Effekt. Also den Rock mag ich wirklich sehr. Ich habe mir jetzt aber auch einen sehr ähnlichen bestellt in der letzten Bestellung und kann mich jetzt noch nicht so entscheiden, welchen ich davon nehmen soll. Also ich werde nur einen behalten. Das ist der andere, den ich bestellt habe. Der hat eine etwas kleinere Spitze unten und hat so eine kleine, nee, nicht kleine, hat so ein Muster noch im Rock, im Stoff. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und wie gesagt, die Spitze ist ein bisschen kleiner. Also ich weiß noch nicht, welchen der zwei Röcke ich behalten möchte. Einer davon wird es auf jeden Fall, weil ich die sehr klassisch finde und wirklich sehr, sehr schick. Jetzt zeige ich euch ein weiteres Kleid, bei dem ich mir aber auch noch sehr unsicher bin, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. Ich habe jetzt beim Try-On die Größe M getragen. Ich habe es nochmal eine große Nummer größer bestellt, aber ich weiß nicht, ob ich den Stil mag. Also das ist das Kleid. Es gibt auch noch einen Gürtel dazu. Da muss ich sagen, ist der Gürtel ganz gut. Wenn man den Gürtel nicht mag, kann man es auch wieder als Haarteil benutzen. Und aber ich weiß nicht, ob ich den Look mag. Es ist so ein bisschen Oma-mäßig. Also ich liebe florales Muster, aber irgendwie weiß ich nicht, ob mir das steht. Das müsst ihr mir mal sagen. Bei dem bin ich noch sehr, sehr, sehr unschlüssig bei dem Kleid. Also die Länge ist schön. Und auch das mit dem Gürtel, aber irgendwie bin ich sehr unentschlossen. Kommen wir zu einem weiteren Rock, bei dem ich nicht so begeistert bin. Was mir bei dem jetzt auch auffällt, ist, dass sich das Gummi hier im Bund schon verdreht hat. Und das kann ich gar nicht abhaben. Das nervt mich. Wenn das passiert, das Gummi wieder zu drehen, ist die Qual. Und deswegen, wenn das jetzt schon passiert, dann muss ich sagen, es ist, ja, es ist, oder es ist schlecht vernäht. Das kann natürlich auch sein, weil hier so ein Hubbel entsteht. Das kann natürlich, ja, das ist nicht verdreht. Das ist irgendwie so. Also es ist schlecht vernäht. Man sieht das hier. Hier ist es sehr breit und hier wird es so eng und das, ja, das sieht dann doof aus. Das ist zwar dann hinten wahrscheinlich, nee, sogar vorne, dass das so schlecht vernäht ist. Also den Rock werde ich auf gar keinen Fall behalten, weil mir das von der Qualität nicht gefällt, wie es vernäht wurde. Und ich finde, es trägt auch ein bisschen auf. Es ist auch so ähnlich wie der Rock davor, nur der Stoff ist ein bisschen leichter. Also hier das Chiffon oder Tüll. Und der Unterstoff ist auch etwas dünner und macht es angenehmer zum Tragen. Aber den werde ich auf gar keinen Fall behalten. Haben jetzt noch zwei Röcke und ein Kleid, was ich euch zeige. Und das war's dann schon mit meiner ersten beiden Shein-Bestellungen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich war sehr skeptisch, vor allem bei den Preisen der Klamotten, ob die Qualität stimmt, ob mich das wirklich anziehen würde, ob es nach Chemie stinkt. Natürlich muss man die Sachen waschen, wenn sie ankommen, aber ich finde nicht, dass sie unangenehm riechen, wie jetzt zum Beispiel andere Produkte aus China, die ich schon mal hatte. Also ich bin wirklich positiv überrascht über Shein und werde wahrscheinlich weiter bestellen. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben lassen, da lassen, wenn ich weiter so Hauls euch zeigen soll, so normale Hauls, jetzt nicht Disney-spezifisch, sondern so generell, was ich so kaufe, wenn es euch interessiert, was ich so an Klamotten mir zulege, die nicht von Disney sind, könnt ihr mir gerne unten kommentieren oder wie gesagt ein Like da lassen. Weil mir macht das eigentlich auch Spaß, euch die Sachen zu zeigen, die ich auch so einkaufe. So, also weiter geht's mit einem Rock und zwar ein Plissé-Rock. Den finde ich ganz okay. Ich muss sagen, er trägt aber auch ein bisschen auf und ich habe schon andere Plissé-Röcke, die mir besser gefallen. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalten werde, aber er ist schon mal besser als dieser Comic-Rock. Das kann ich schon mal definitiv sagen. Aber ja, ist halt ein hellblauer Plissé-Rock. Was man dazu gut machen kann, ist als Disney-Bound. Für die Leute, die es nicht wissen, was ein Disney-Bound ist. Disney-Bound, da versucht man sich wie einen Charakter anzuziehen, also eine Disney-Figur, wie zum Beispiel der Rock wäre jetzt super für Cinderella. Oder ich zeige auch gleich ein Kleid, was super als Cinderella-Bound gehen würde. Und sieht im Prinzip aus wie der Charakter. Also man soll
nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten oder dritten Blick, sieht dann ein Disney-Kenner, dass es sich um den Charakter handelt. Jetzt zeige ich euch noch einen Rock und dann am Ende mein Lieblingskleid, muss ich sagen, von den ganzen Sachen. Es ist wirklich mein Favorite, dieses Cinderella-Bound-Kleid. Aber erstmal zeige ich euch noch einen Rock mit Schlitz. Ich liebe Schlitz. Ich habe schon von letztem Jahr so einen geilen Rock mit Leo-Rock mit Schlitz. Und ja, hier ist einmal der schwarze Rock. Das ist so ein Midi-Rock. Hat auch einen Gürtel, den kann man nicht abmachen. Das heißt, man muss den Gürtel tragen, finde ich. Aber in dem Fall nicht so schlimm. Und der Schlitz befindet sich hier unter den Knöpfen. Ist auch nicht so hochgeschnitten, das heißt, ich muss ja nichts zunähen und man bekommt keinen Unterwäscheblitzer. Hier ist der Bund auch wirklich schön vernäht, nichts falsch oder also es ist gerade vernäht. Und mir gefällt der Rock wirklich sehr, sehr gut. Den werde ich auch auf jeden Fall behalten. Und jetzt kommen wir zu meinem, also wirklich Lieblingsteil, ist ein Maxi-Kleid, also es ist schon fast bodenlang, nicht ganz bodenlang, aber fast. Und zwar ist es dieses hier. Das sieht jetzt oft so, wenn ich euch das so zeige, sieht wirklich langweilig aus. Es ist einfach einfarbig blau, hat einen Gürtel, den man theoretisch rausmachen kann. Aber in dem Fall würde ich ihn nicht rausmachen, sonst sieht es aus wie ein Sack. Der Gürtel tailliert das Kleid sehr schön, es fällt super schön. Der Stoff ist toll, es ist leicht im Sommer, hat keinen Schlitz. Oben, ich habe jetzt nicht den perfekten BH an im Try-On. Man sieht halt meine Träger. Man müsste eigentlich einen trägerlosen BH anziehen. Aber es ist ein wirklich schönes Kleid. Ich trage M im Try-On. Ich habe auch noch L bestellt. Es macht nicht so einen großen Unterschied bei mir, aber M fällt noch, also ist an der Brust so ein bisschen schöner, finde ich. Und deswegen behalte ich M. Also ich liebe dieses Kleid. Es ist wirklich wunderschön. Und ich werde es bestimmt öfter tragen jetzt im Sommer. Und dann sehe ich aus wie Cinderella. Ja, das waren meine ersten zwei Shein oder Schein oder wie auch immer ihr es nennt, Bestellungen. Wie eben schon gesagt, ich bin wirklich begeistert. Werde demnächst auch nochmal bestellen. Wenn ihr auch wieder ein Haul möchtet, gerne unten kommentieren. Und ich würde sagen, das war's von mir. Abonnieren. Liken und tschüss!